Hi, ich bin Philipp, studiere hier Fahrzeugmechatronik und Informatik in Westfalia, komme jetzt ins vierte Semester, bin seit 2 Jahren im Team E-Wolf dabei, erst in der Regelung, jetzt auch noch in der Organisation, die organisatorische Einheit habe ich auch noch übernommen. Genau, ich zeige euch heute noch ein bisschen das Team E-Wolf. Die Erfahrung im Team zu sammeln, vor allem was das autonome Fahren angeht, ist halt ein total interessantes und zukunftsträchtiges Thema. Und man lernt halt hier wirklich Sachen, die man so im Studium nicht hat. Man hat die Praxis, man kann Platinen fräsen, man kann in die Programmierung gehen, wenn man Lust darauf hat. Man kann in die Bildverarbeitung gehen. Also es gibt hier alle Möglichkeiten, sich irgendwie auszuleben und halt die Sachen, die man im Studium lernt, anzuwenden. Ich bin Tobias, ich bin 21 Jahre alt, komme hier aus Wolfsburg. Ich studiere Fahrzeugmechatronik und Informatik mit dem Schwerpunkt Informatik. Ich bin in der Softwareentwicklung dabei. Also das letzte Projekt, was ich gemacht habe, war die Mittelspurerkennung, dass ich quasi gucke, dass das Auto erkennt, ob man überholen darf oder nicht anhand der Mittelspurlinien. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die vom Regelwerk vorgegeben werden. Bislang sieht es ganz gut aus. Wir haben auch dieses Jahr einige Neuerungen im Vergleich zum letzten Jahr, warum wir auch sehr optimistisch sind, dass es alles gut läuft. Ja, ich freue mich sehr drauf, das zu testen, wie man im Vergleich dasteht. Alles so klappt, wie man sich das vorstellt, aber wir sind alle recht optimistisch und gehen da guten Willens ran. Eigentlich ist man dann auch froh, weil es dann irgendwann vorbei ist, weil es jetzt die nächsten Wochen werden nochmal richtig anstrengend, weil irgendwie alles laufen muss und irgendwas läuft vom Wettbewerb immer nicht und dann muss man mal richtig ranklotzen, dann gibt es auch mal schlaflose Nächte. Aber dann am 11. ist dann abends die Erleichterung und hoffentlich auch gute Erfahrungen.